Willkommen in Großbritannien und am legendären Silverstone Circuit zum heutigen Grand Prix. Mit seinen Überholmöglichkeiten am Ende der Wellington und Hangar Straight bietet der 5,79 Kilometer lange Silverstone Circuit hautnahe Action. Mit ihren 18 Kurven und einer durchschnittlichen Rundengeschwindigkeit von 233 ist die Rennstrecke eine der schnellsten und längsten des gesamten Kalenders. Ich heiße abermals Stefan Römer willkommen, der alle Infos für das heutige Rennen hat. Reden wir einmal über McLaren. Was denkst du über ihre bisherige Performance in dieser Saison? Nun, die Atmosphäre innerhalb des Teams scheint im Moment wirklich positiv zu sein. Alle scheinen voller Energie und Tatendrang zu sein und dabei auch noch eine Menge Spaß zu haben. Und das hat natürlich alles zu der Performance beigetragen, die wir bisher sehen konnten. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Lewis Hamilton startet heute von der Pole, vor Lando Norris, der von Platz 2 starten wird. Im Rest der Startaufstellung haben wir Ricciardo, Perez, ein Aston Martin und Leclerc, Sainz, Russell, Gasly und Valtteri Bottas. Er hat eine Gridstrafe erhalten. Tsunoda, Ocon, Sebastian Vettel und Giovinazzi, Verstappen, Raikkonen, Nicola Latifi und Jack Aitken, Mick Schumacher und Nikita Mazepin. Gleich werden die 5 roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute hier triumphieren wird. Heimrennen für das Team. Es liegt an dir, heute alle zu beeindrucken. Mach uns stolz! So, nutzen wir diese Runde, um das Auto auf Betriebstemperatur zu bringen. Wir sehen uns das Getriebe an, also versuche so oft wie möglich zu schalten. Sehen im Moment stabil aus. Wir erwarten momentan keinen Regen. Behalte die Startampel im Auge. Die Startsequenz beginnt, sobald alle Fahrer in Position sind. Bereit?
Okay, die Abnutzung am MGUH hat einen kritischen Punkt erreicht. Wenn der Motor überhitzt, haben wir ein Problem. Also behalte die Temperaturen im Auge. Das DRS wird in dieser Runde aktiviert. Wir können das DRS nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone liegst.
Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 3,4 Sekunden. Also komm nach dieser Runde rein, fahr nach dieser Runde an die Box. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Bestätige. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Los geht's. Du musst an der Boxenausfahrt auf Renntempo sein. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. Das virtuelle Safety Car wurde eingesetzt. Fahr langsamer und behalte ein positives Delta. Es gab einen Zwischenfall mit vielen Trümmern auf der Strecke. VSC endet. Gleich kommen die grünen Flaggen. Positives Delta bis zu den grünen Flaggen beibehalten. Grüne Flagge.
5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Sebastian kommt gerade an die Box. Sebastian an der Box. Gut gemacht. Schön überholt. Okay, du holst den Wagen vor dir ein, aber denk daran, dass wir das Rennen mit diesen Reifen zu Ende fahren müssen. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Die Seitenkästen haben was abgekriegt. Behalt die Motortemperatur im Auge. Es könnte sich auf die Kühlung auswirken.
Schäden an den Seitenkästen. Rechne mit mehr Luftwiderstand. Pass auf den Heckdiffusor auf. Er hat ein bisschen was abgekriegt. Das ist deine letzte Runde. Die letzte Runde des Rennens. So, das Rennen ist vorbei. Pass auf dein Auto auf, während du reinkommst. Das war die Entscheidung bei einem fantastischen großen Preis von Großbritannien. Was für eine Leistung von den heutigen Siegern. Stefan Römer, ein überwältigender Sieg heute. Was hat Sie denn von den anderen abgehoben? Ich würde sagen, dass es wieder mal auf eine gute, beständige Fahrleistung ankam. Die Kurven exakt nehmen, auf die Streckenbedingungen achten und die Strategie des Teams perfektionieren. Heute wurde einfach alles richtig gemacht und das Ergebnis spricht für sich selbst. Und die Fahrer begeben sich nun für die Siegerehrung zum Podest. Ein echter Teamsieg heute. Ein großartiges Beispiel für eine rundum gelungene Umsetzung. Glückwunsch an das Team von Mercedes, den heutigen Sieger des Rennens. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Ein großartiges Resultat für Lewis Hamilton, der die Konkurrenz noch weiter hinter sich lässt. Wir haben heute einige beeindruckende Talente auf der Strecke gesehen. Stefan, aber wer ist für dich der Fahrer des Tages? Oft zeigt der Fahrer, den ich wähle, ein besonders beeindruckendes Kunststück während des Rennens. In diesem Fall hat mich jedoch die solide und saubere Fahrweise von Max Verstappen begeistert. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Mercedes baut seine Führung weiter aus. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal.
Es gab diese Woche ein schwerwiegendes Problem bei der Herstellung und alle Entwicklungen sind fehlgeschlagen. Du musst alle Neuentwicklungen über den F&E-Bildschirm in Auftrag geben. Thank you.